Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns an, wie man an das exotische Scharfschützengewehr Whispern des Wurms kommt. Ist ein Remake von dem exotischen Scharfschützengewehr aus Destiny 1, die Black Spindle. In Destiny 2 gibt es die Waffe nochmals, halt einfach ein bisschen anders. Nun gut, fangen wir an. Zuerst die Kurzfassung, wie man an die Waffe rankommt und dann am Ende den kompletten Lauf, wie wir das gemacht haben, damit man es 1:1 nachmachen kann, wenn man möchte. Die Kurzfassung ist, wir müssen auf Io gehen, da müssen wir zu dem Ort Verlorene Oase, dort müsste das öffentliche Event starten, wo die Besessenen uns angreifen. Wenn das Event startet, müssen wir einfach einen Feind suchen namens Urzok, es ist ein besessener Ritter mit einer gelben Lebensleiste, oder einen besessenen Captain namens Trivik, der hat ebenfalls eine gelbe Lebensleiste, einen von den beiden müssen wir finden, töten und dann geht ein Portal auf. In das Portal reingehen, dann fängt ein Sprungrätsel an, dann müssen wir später Feinde töten und am Ende 3 Bossgegner killen, das wäre dann die komplette Missionsreihe für die Spindel. Für die Ungeduldigen eben kurz die Kurzfassung, jetzt zeige ich den kompletten Lauf. Wie schon gesagt, auf den Planeten Io, dann hier Verlorene Oase, dahin gehen und warten, bis das öffentliche Event startet. Wenn das öffentliche Event mit den Besessenen startet, müsst ihr das nicht abschließen, sondern ihr müsst eben einfach besagten Gegner suchen. Nun gut, fangen wir an. Wenn das Event startet, müssen wir die besagten Feinde finden, also den Ritter oder den Captain, die besessen sind. In der Regel spawnen die hier hinten, gibt scheinbar auch andere Punkte, wo die auftauchen können, das heißt einfach auf der Karte kurz gucken, wo die Feinde spawnen. Hier hochspringen, den besagten Gegner töten, das wäre jetzt dieses Mal der Ritter. Wenn der tot ist, geht dann ein Portal auf, durch dieses Portal durchgehen, der Truppenführer kann dann Mission annehmen, klicken und dann würde die ganze Sache starten. So sieht das Portal dann aus, da können wir zack annehmen und let's go. Gut, dann spawnen wir in einer Höhle, das kennen wir normalerweise als verlorenen Sektor. Wenn wir hier hochgehen, man kann auch außen rumlaufen, aber hier spart man ein bisschen Zeit, wenn man so springt. Hier dann umdrehen, das ist da die Stelle, wo die Truhe ist, kann man hier in die Ecke hochspringen und hier oben ist eine Fäulnis. Die müssen wir wegmachen und dann das Loch runterspringen. Und ab dem Punkt beginnt dann das Sprungrätsel, beziehungsweise, ja, es ist einfach schwierig hier durchzukommen. Wenn man das erste Mal durchgeht, ist alles ein bisschen kompliziert, deswegen würde ich mich darauf achten, wo wir hier durchlaufen. Es gibt ein paar Tricks, ein paar Tipps, man muss gucken, dass man am besten sich gegenseitig nicht im Weg steht natürlich, aber es gibt auch Abkürzungen, so kleine dunkle Gänge, wo man dann wirklich schnell vorwärts kommt. Der Trick an der Geschichte ist, wir haben jetzt nur 20 Minuten Zeit, um dieses ganze Rätsel zu lösen, dann die Feinde zu töten und die 3 Bossgegner zu killen. Je schneller wir natürlich hier sind, desto mehr Zeit haben wir für die Gegner. Nun, je nach Klasse spielt es sich ein bisschen unterschiedlich. Warlocks und Titans können hier natürlich viel rausholen, indem dass sie nach vorne springen. Wenn man Glück hat, so wie ich jetzt, dann wird man noch nach vorne geschoben und man kommt trotzdem noch hin. Nun, einfach am Rand entlang laufen, dann hier durchspringen. Und auf der linken Seite hier muss man dann ein bisschen tricky um die Ecke springen. Wie gesagt, stellt die Sprünge so ein, wie sie für euch passen. Lieber springt ihr mit einem Sprung, wo ihr euch sicher seid, als mit einem, der vielleicht besser wäre, aber ihr euch nicht gewohnt seid. Schlussendlich seid ihr dann wahrscheinlich trotzdem schneller. Das heißt, als Jäger, wenn man das braucht, Doppelsprung reinnehmen, als Warlock dementsprechend das Gleiten oder als Titan ebenfalls das Skaten. An der Stelle hier sieht man es an der Wand, da kommt ja so ein Balken raus, der probiert uns runterzuschieben. Man sieht am Rand, wenn man sich auf die rechte Seite achtet, relativ gut, wo eine sichere Zone ist und wo nicht. Mit der Zeit weiß man es dann auch vom Gefühl her, wenn man es mehrfach gemacht hat. Auch hier sollte man eigentlich an die linke Wand springen und dann kann man unten durchcrouchen. Wenn man jetzt ein Warlock ist mit Gleiten oder ein Titan, kann man auch direkt springen, klappt auch relativ gut. Hier müsst ihr gucken, dass ihr relativ früh abspringt, wenn der Lift nach oben geht, damit ihr dann auch mit dem Schwung des Liftes sozusagen an den Punkt hinspringt. Und ihr müsst auch gucken, dass ihr gegen dieses Ding nicht dagegen knallt, das fährt immer wieder raus und rein. Dann direkt hier links um die Ecke und an der Stelle schon weiter. Auch hier ein bisschen gucken, vorne probiert euch die Umgebung auch da ins Abseits zu drücken, das heißt lasst euch hier unter Umständen Zeit, manchmal ist man schneller, wenn man vorsichtig ist. Also wenn man
unvorsichtig ist und mehrfach stirbt. Auch hier, diese Portale probieren euch wegzustoßen, das heißt, wenn ihr springt, guckt, dass ihr vom Timing her so springt, dass die Explosion vorher kommt oder ihr schon wieder weg seid, logischerweise, wenn sie nachher kommt. Dann hier hinten gibt es noch einen Scharfschützen, eine gut platzierte Granate, regelt das in der Regel. Und dann kann man eigentlich auch weiter. Vorne links steht da nochmal ein Scharfschütze, den kann man auch wegmachen, man kann ihn auch stehen lassen, weil nachdem, also wenn man da durch ist, trifft der einen nicht mehr. Von hier dann hier hinspringen, gibt einen kleinen Spalt, da geht auch wieder so ein Stein runter und hoch. Wenn der Stein unten ist, könnt ihr trotzdem noch hinspringen. Ihr habt eine kleine Stelle, wo ihr stehen könnt, das heißt nicht verzagen, einfach hinspringen, an der Stelle stehen und warten, bis der Stein weg ist. An dem Punkt hier müsst ihr den hintersten rechten oberen nehmen, da kann man nämlich reinspringen. Wenn ihr einen anderen nehmt, dann sterbt ihr, den hintersten rechten nehmen. Da kommt man nämlich in das neue Gebiet. Hier kann man unten durchcrouchen. Das ist sozusagen eine Abkürzung von dem Punkt, wo man normalerweise hingeht. In dem Gebiet würde man eigentlich an dem Rand hochspringen. An den grünen Flächen kann man da hochspringen. Und dann würde man auch an die gleiche Stelle kommen. Aber da unten durch ist eine relativ clevere Abkürzung. Da spart man wirklich 2-3 Minuten. Gut. Wahnsinnig viel mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen zu dem ganzen Rennen hier. Wenn ihr es nicht ganz verstanden habt, wo ihr durch müsst, dann könnt ihr das Ganze auch in Zeitlupe abspielen. Ihr könnt zurückspulen, könnt gucken, ah, okay, da ist er durchgelaufen, ah, da ist der Weg. Fühlt euch frei, einfach hin und her skippen, wie man es halt ja einfach bei einem Video macht. Wenn man was nicht gesehen hat, nochmal kurz zurück und zack, schon ist gut. Nun gut, den Rest hier noch durch. Bei den Gegnern und bei den Feinden ist es jetzt ein bisschen schwierig. Bei den drei Endbossen ist ein Scharfschützengewehr relativ nützlich. Eine Darcy beispielsweise macht da ziemlich viel Schaden. Ich habe mich jetzt für die Warcliffe-Spule entschieden. Ich fand die relativ gut. Ja, wenn ihr in diesen Raum kommt, guckt, dass ihr auf der rechten Seite und auf der linken Seite als erstes die Scharfschützen wegmacht. Den hier. Und hier unten steht dann ein Ritter. Den zeige ich auch gleich. Das sind die, die ein bisschen Mühe machen in dem Gebiet. Der Ritter wirft immer wieder seine Kugeln, das heißt, probiert den wegzumachen, also den Captain, Entschuldigung, ist kein Ritter, der Captain auf dieser Seite, macht den weg, den Scharfschützen ebenfalls, dann hier links noch, genau den gleichen, auch ein Scharfschütze, jetzt bin ich hier natürlich gestorben. Die sollten als erstes weg. Wenn die weg sind, kann man die ganzen Feinde töten, die in dem Gebiet sind, sind dann auch relativ einfach. Die Fäulniskugeln müsst ihr übrigens nicht töten oder kaputt machen. Ich würde sie nur dann kaputt machen, wenn sie im Weg stehen, aber hier im ersten Gebiet ist das eigentlich noch nicht der Fall. Das heißt, zack, die ganzen Captains, eben Captains sind es keine Ritter, Entschuldigung, und die ganzen Scharfschützen sind je zwei an der Anzahl, wegmachen und dann geht es relativ einfach. Wenn dann einige schon tot sind, spawnen nochmal Feinde nach, das heißt hier nochmal ein paar Vex Besessene und dann nochmal ein paar Akolyten Besessene. Ja, einfach Feinde töten, da muss ich ja nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Was natürlich ganz klar nützlich ist, ist, wenn ihr einen Jäger dabei habt, der mit dem Bogen die Feinde anbindet und so dann Sphären produziert. Wenn ihr die Orpheus Rig Exo-Stiefel noch dabei hat, dann lädt er seine eigene Super mit dem gleich wieder mit auf. Das heißt, so ein Jäger ist fürs Team sehr unterstützend. Da kann man dann auch häufiger mal eine Nova raushauen, weil man halt insgesamt mehr Sphären hat. Wenn ihr die Feinde in dem Gebiet getötet habt, wenn alle tot sind, dann könnt ihr hier eine Fäulniskugel killen oder kaputt machen und dann kann man auch den Weg weitergehen. Und so funktioniert dieser Abschnitt, das heißt immer alle Feinde in den Gebieten töten und dann kann man den Weg, der blockiert ist, kann man dann aufschießen und kann weiterlaufen. Gut, beim Feindertöten muss ich ja nicht wahnsinnig viel dazu sagen, ebenso unterstützend ist ein Bogen natürlich wegen den Sphären, dann kann man eine Warcliffe-Spule gut mitnehmen, die macht ordentlich Schaden, ein Sleeper Simulant ist hier sehr sehr hilfreich, Schrotflinte wie die Ikelos oder Paradoxon sind auch nicht schlecht, in der Community haben viele gesagt, ja, wir haben es mit der Schrotflinte gemacht, hat auch gut funktioniert, Scharfschützengewehr, Darcy, auch extrem hilfreich. Gut, in dem Gebiet hier empfiehlt es sich, die Hexen wegzumachen. Wir haben hier die rechte Seite genommen, das fand ich relativ nützlich, weil weiter hinten noch Scharfschützen stehen. Das heißt, hinten stehen drei Scharfschützen, Wex-Scharfschützen, die kann man wegsnipen, wenn man ein Sniper im Team hat. Auf der rechten Seite steht eine Hexe, auf der linken Seite und dann verteilt nochmal Ritter.
Ich würde die Ritter, die Hexen und die Scharfschützen priorisieren. Die kleinen Feinde, die rumlaufen, die kann man dann später immer noch killen. Wenn man über die rechte Seite geht, kann man die Hexe töten und den Ritter und dann die Scharfschützen. Dann hat man eine erhöhte Position und kann von da oben aus arbeiten. Oder man arbeitet einfach direkt von der Stelle, wo wir spawnen. Das heißt links Ritter, dann rechts Ritter und einfach so vorwärts arbeiten. Die Hexen müssen aus einem bestimmten Grund relativ schnell weg, weil die lassen immer wieder kleine Schattenleibeigene spawnen, die sind sehr anstrengend. Das sind die, die gerade hier rumrennen. Nun, wenn die da weg sind, die Hexen, dann spawnen die dementsprechend auch nicht mehr. Gut, die Fäulnis am Anfang, die kann man wegmachen, damit man ein bisschen freies Schussfeld hat. Das ist relativ nützlich. Da kann man hier auch einen Drift stellen beispielsweise zur Unterstützung. Und ja, man sieht es ja, wie wir es gemacht haben. Um vielleicht noch auf die Schilder und die Elemente zu sprechen zu kommen, man sieht, die Akolyten haben hier einen leeren Schild, die Ritter haben beispielsweise einen Solarschild und später kommen noch Kabale mit einem Arcus-Schild. Ich würde gucken, dass man im Team alles ein bisschen dabei hat. Leere würde ich priorisieren, denn die Hexen und die Akolyten haben beide einen leeren Schild, das ist am meisten vertreten. Dann würde ich sagen, Nummer 2 ist Solar, die ganzen Ritter, die tauchen sehr, sehr viel auf, da gibt es viele. Und gegen das Ende dann, bei den Bosskämpfen, da kommen dann Kabale mit Arcus-Schilden, das heißt, nehmt einfach alles mit, damit ihr die Schilde auch dementsprechend schnell wegkriegt. Gut, viel mehr zu diesem Raum hier gibt es glaube ich nicht zu sagen, außer dass die Hexe, die hier hinten links steht, ein bisschen tricky ist. Wenn man aber durch die Höhle läuft, die jetzt hier links ist, dann kann man auch die recht gut überraschen und töten. Wenn man den ganzen Raum geklärt hat, alle Feinde tot sind, kann man hier weiter. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Wenn ihr das nämlich aufschießt, habt ihr A, drei Scharfschützen, die da stehen, die sind etwas schlimm. Und hinten spawnen nochmal zwei Kabal-Gegner. Das heißt, schießt das Tor auf, dann geht zurück und tötet die beiden Kabalgegner, die hier hinten stehen. Wenn die weg sind, könnte man nämlich schon weiter. Auch nützlich ist, die Scharfschützen noch wegzuballern. Und dann sieht man, die kleineren Feinde, die müssen wir eigentlich gar nicht töten, weil wir können schon die Fäulnis wegschießen und durch das Tor durchgehen sozusagen, um in den Bossraum zu gelangen. Hier im Bossraum wird das Ganze nochmal schön richtig schwierig. Ganz klar zu empfehlen, die Fäulnis hier links und die Fäulnis hier rechts würde ich wegschießen, wenn man die Möglichkeit hat. Denn wenn die weg sind, habt ihr ein gutes Schussfeld, ihr habt relativ gute Deckung und könnt so mal die meisten Feinde ohne Probleme killen. Die Kamala, die hier sind, alle wegmachen. Hier wären nochmal die Arkus-Schilde dran, das heißt, guckt, dass der mit der Arkus-Waffe, wenn ihr einen dabei habt, die Schilde wegballert, dass das Ganze ein bisschen schneller geht und reibungslos. Und wenn die tot sind, dann tauchen die drei Bossgegner auf. Die drei Bossgegner sind unterschiedlich. Der eine ist ein Ritter, das heißt, der wirft Feuer, also die Fähigkeit halt von den besessenen Rittern, wo der Boden dann brennt und Schaden macht. Der andere ist ein Kabale, der wirft diese Axion-Darts, die euch verfolgen und Schaden machen. Und der letzte ist ein Captain, der auch diese Blindkugeln oder Blendungskugeln wirft, die da ja relativ anstrengend sind. Ich würde den empfehlen, als erstes zu töten, den Captain, der eben diese Kugeln wirft, jetzt haben wir es gerade gesehen, wo man dann so halb blind wird, denn der ist am anstrengendsten. Die Fähigkeit ist auch sehr schwierig, weil sie teilweise durch die Wand geht und einen dann trotzdem noch trifft, den am Anfang weghauen. Kleiner Tipp noch, die ganzen Feinde, die drumherum stehen, die sollte man unter Umständen auch noch killen. Es ist nämlich so, dass am Anfang noch ein oder zwei Captains auftauchen, also der hier beispielsweise, die werfen auch diese Kugeln, die haben auch genau die gleiche Fähigkeit, die sind sehr anstrengend, guckt, dass ihr die wegkriegt, das macht das Ganze viel entspannter. Dann noch kleinere Feinde wegmachen, das heißt ein paar Akolyten im Hintergrund oder wenn noch eine Hexe auftaucht, einfach die wegmachen. Je weniger kleine Feinde ihr habt, desto weniger Schaden kriegt ihr insgesamt, desto weniger sterbt ihr und dann könnt ihr auch mehr Schaden auf die Bossgegner machen. Unterschätzt das nicht. Wenn ihr natürlich noch extrem viele kleine Feinde in der Umgebung habt, die euch die ganze Zeit töten, dann könnt ihr auch auf dem Boss gar nicht richtig Schaden machen. Nehmt euch kurz Zeit, haut ein paar kleine Feinde weg, damit ihr Luft zum Atmen habt, sozusagen Luft zum auf die Feinde ballern, also auf die Bossfeinde ballern, und dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ein weiterer Tipp, es gibt auf der rechten und auch auf der linken Seite einen Gang, eine Höhle. Hier kann man durch und kann im Hintergrund, also hier hinten, man sieht es recht gut, die Feinde schon mal töten. Das heißt, eben wenn man sagt, jetzt müssen wir ein paar kleinere Feinde töten, weil es sind zu viele, hier nach hinten, zack, mal die eine oder anderen Akolyten und auch Kavale wegmachen, die besessen sind, um dann ohne großes
ja, ohne großen Widerstand, nenne ich es jetzt mal, auf die Bossgegner loszugehen. Hier am Ende, um bei den Bossgegnern Schaden zu machen, ich habe es schon angesprochen, die Sleeper Simulant, also die Schläfer Simulant, macht recht gut Schaden. Die Warcliffe-Spude, die ich jetzt dabei hatte, ist auch sehr, sehr nützlich. Dann eine Darcy als Scharfschützengewehr kann man aus der Distanz ein bisschen arbeiten, auch sehr zu empfehlen. Wenn es geht und wenn man nah rankommt mit der Schrotflinte, bin nicht ganz so Fan davon, weil die Bossgegner jedoch arg viel Nahkampfschaden machen, deswegen eher ein bisschen was auf Distanz mitnehmen. Aber wenn man gut damit umgeht, könnte das natürlich auch klappen. Fähigkeitstechnisch, nun mit dem Bogen kann man natürlich viele kleine Feinde anschwächen und eben die Sphären produzieren. Das fand ich sehr nützlich, einen Jäger dabei zu haben, der mit dem Bogen spielt. Dann Nova macht als Warlock sehr, sehr viel Schaden, gerade mit der Vortex oder auch die Vortex-Granate, die über Zeit dann Schaden machen. Sehr nützlich, wenn man noch das Ganze mit einer Traktorkanone kombiniert. Warum nicht? Macht auch viel Schaden. Dann als Titan, der Hammer ist nicht zu unterschätzen, wenn ihr den Hammer so einstellt, dass er noch Brandschaden macht, also so ein Flächenschaden, dass er auf dem Boden nochmal diesen Sonnenflecken macht. Auch sehr, sehr gut. Und wenn ihr mehrere Jäger dabei habt, kann einer auch sagen, ich gehe jetzt auf Arcus, also auf den Stab, denn der Stab macht tatsächlich im Nahkampf viel Schaden. Im Super stirbt man nicht so schnell, man kann recht viel Schaden auf den Bossgegner draufhauen. Die Jäger, die Arcus spielen, die werden es wissen. Ist wirklich stark gegen Bossgegner. Das ist so das, was ich priorisieren würde, fähigkeits- und waffentechnisch. Dann sollte auch das hier im Bossraum gut funktionieren. Je schneller ihr natürlich in den Vorphasen seid, desto mehr Zeit habt ihr hier bei den Bossgegnern. Tja, das heißt, Übung macht den Meister, schnell das Sprungrätsel machen, schnell die Gegner in den Vorphasen töten, dann habt ihr hier im Bossraum dementsprechend viel Zeit. Weiterer Hinweis noch, wenn ein Bossgegner stirbt, dann tauchen unsichtbare Minotauren auf, also Besessene, diese hier. Hier empfiehlt es sich wieder die Faustregel, je weniger von den kleinen Viechern rumrennen, desto einfacher ist es auch, die Bossgegner zu killen. Also, Schlussfazit, ein Boss töten, dann wieder die kleinen Feinde töten, den nächsten Boss töten, wieder die kleinen Feinde töten, den letzten Boss töten und die Waffe abholen. Gut, wahnsinnig viel mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Was ganz wichtig ist, ist, redet miteinander. Das heißt, sagt, ich setze jetzt meine Super ein, besonders wenn ihr einen Nachtfischer dabei habt, der den Bogen dann einsetzen sollte, damit die anderen gucken können, dass sie irgendwo in Deckung stehen, dass sie leben, dass sie die Sphären dann auch aufnehmen können, nicht, dass er den Bogen macht und dann stirbt man und kann die Sphären nicht aufnehmen. Das heißt, kommuniziert miteinander, callt das ruhig oder sagt, Ritter, rechte Seite, Schild weg, der muss jetzt weg, haut da drauf. Oder, keine Ahnung, der eine Boss fast down, den kriegen wir jetzt runter. Also rede miteinander, kommunizieren ist wirklich wichtig, dann funktioniert das Ganze auch viel, viel flüssiger und einfacher. Die Seitengänge gut nutzen, kleine Feinde immer regelmäßig töten und, das sieht man jetzt hier relativ gut, wenn ihr die Möglichkeit habt, belebt euch ruhig gegenseitig. Das heißt, wenn ihr zusammen auf einem Haufen steht und hier gegen Feinde kämpft, einfach zack, draufhauen, draufschießen, wiederbeleben. Ich meine, das Wiederbeleben geht schnell, man kann sofort wiederbeleben, ist nützlich. Das heißt, agiert da auch gut in der Gruppe, agiert ruhig ein bisschen zusammen, als geschlossene Front, sage ich mal. Dann geht das Ganze auch noch ein bisschen einfacher von der Hand. Das sind eigentlich so die Tipps. Unser Lauf, wie wir es gemacht haben, meine Empfehlungen, was man mitnehmen sollte, wenn man das Ganze beherzigt, sollte das gut gehen. Dann, wenn ihr das geschafft habt, wenn ihr die Black Spindle, den Remake davon natürlich, eben die neue Waffe, das Flüstern oder Whispern des Wurmes, nun, wenn ihr die Waffe habt, dann könnt ihr das Ganze nochmal auf Heroisch machen. Ihr kriegt nämlich dann die Mission, das Whispern auf Heroisch. Das ist, ihr könnt die Mission direkt anwählen. Das heißt, ihr müsst nicht mehr zu der verlorenen Oase und auf das Event warten, sondern könnt die Mission direkt anwählen. Sie ist dann halt einfach Heroisch, aber eben. Wenn man das auf Heroisch abschließt, kriegt man übrigens noch den Katalysator und die weiteren Schritte vom Katalysator. Dazu werde ich dann mehr sagen in einem anderen Video. Gut, wenn das Video geholfen hat, würde ich mich selber über ein Like freuen. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt für andere, dann sehr gerne ab in die Kommentare damit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch ab in die Kommentare damit, dann werde ich das sehr gerne beantworten. Und zu guter Letzt, ich drücke euch die Daumen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.